Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge von War Tales. Und wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, mit dem Kampf gegen die Gefährten. Denn wir müssen den Dorfbewohnern helfen in der Abtei St. Lenaid oder Lenaid? Ich glaube, es war Lenaid, wenn ich mich nicht vertue. Pestverseuchte Menschen verschwinden zu lassen. Ja. Entgegen dem, was wir gedacht haben, dass wir uns hier eine Seite aussuchen können, so wie es bis jetzt im Spiel war, können wir es wohl nicht. Wir sind gezwungen, oder wir müssen entweder den Kampf verlassen oder ja, die Gefährten umbringen. Ja. Naja, bringen wir es halt um. Ist wie es ist. Können wir jetzt auch nicht ändern. Nun, wir haben volle Aktionspunkte. Wir haben einen Rold. Wir haben eine Ina. Die wir vielleicht hier vorziehen können. Den Witwit können wir hier seitlich hinziehen. Und wir haben einen Otus. Einen guten Otus. Den wir vielleicht einen halben Meter weiter nach hinten befördern. I'm sorry. Ich weiß, das hat wehgetan, aber... wird er nicht lange überleben. Aber wir können ihm helfen. Wir können ihm helfen. Schwächung und jetzt gibt es einen garantierten kritischen Treffer. Wo ist denn der garantierte kritische Treffer hin? Hallo? Also, das war irgendwie anders geplant. Jetzt bin ich verwirrt. Schaden, 10 Schaden, aber dann kriegst du ja, Blutungsschaden. Fang an zu bluten. Und der lebensmüde Zivilist wird dann nicht lange überleben. Sollen die sich hier bekriegen, passt für mich. Witwit muss auch ein bisschen was aushalten. Der plus 14, minus 14 in dem Fall. Er macht mir ein bisschen wenig Schaden. Ich hätte gerne nochmal jemanden mit einer Axt, wie den Otus oder... Ja... Irgendwas mit einer Zweihandkeule, was ein bisschen mehr Schaden macht. Das ist ein bisschen wenig, was da wirklich von den Schwertkämpfern kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, fährt man wirklich mit dem Speerkämpfer. Oder wie gesagt, mit dem, was der Otus ist, wesentlich besser. Deswegen, also ich habe mich auch am Anfang aktiv dagegen entschieden, einen Bogenschützen zu nehmen. Weil ich das Gefühl hatte, nach den ersten Erlebnissen mit Bogenschützen, dass das nicht so viel Schaden macht, wie ich mir das vorstelle. Es mag sein, dass ich mich täusche, aber es ist das Gefühl, das ich habe. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich euch beiden Blutungsschaden mache. War ja klar. Das ist genau das, was ich erhofft hatte. Und da haben sich nämlich die 300 Kröten gelohnt in das Fähigkeiten-Update vom guten Wandold. Weil ich den Speerwurf sonst durch die Gegner durchgejagt habe, wer es von euch nicht gesehen hat, habe ich immer dem ersten Blutungsschaden auf Zeit verursacht und dem hinteren einfach nur Schaden gemacht. Dadurch, dass wir das jetzt aber so haben, mache ich beiden Blutungsschaden. Das heißt, jeden, den ich treffe mit dem Speerwurf, mache ich Blutungsschaden. Und das ist... das ist halt gigantisch. Also es ist...
Nun wäre das auch schon wieder geschafft. Müssen wir überlegen, ich habe ja auch nur 5 Gefährten zum aktuellen Zeitpunkt und wir kämpfen ja teilweise wirklich gegen Truppen, die größer sind und wirklich mehr Männer dabei haben. Da muss ich mir dann auch wirklich, oder denke ich mir dann halt wirklich so, wenn wir hier noch zwei, drei Gefährten bekommen, die so ungefähr in die Richtung gehen von denen, die wir jetzt aktuell schon haben, dann wird es eine unglaublich schlagkräftige Truppe werden, mit der wir wirklich alles, ich meine es echt ernst, mit der wir alles hinkriegen. Habe ich vollstes Vertrauen in unsere Männer. Sankt Lenaid, Abtei. Ja, dann sprecht mit der Abt zuerst. Oder beide. Aus dem Weg, Hochwürden. Wir fordern Gerechtigkeit. Ihr schlachtet Gefährten ab, dringt in eine Abtei ein, ermordet Unschuldige und wagt es von Gerechtigkeit zu sprechen. Wir haben keine Wahl. Die Bestverseuchten verbreiten ihre Krankheit immer weiter und haben unser ganzes Land verwüstet. Es ist unser Recht, ja, unsere Pflicht, sie zu bestrafen. Wir können diese Menschen, die seit Wochen in dieser Abtei eingesperrt sind, die Pest auf euren Feldern verbreiten. Ihr habt keinerlei Beweise, um diese Behauptung überhaupt zu belegen. Die haben wir sehr wohl. Rosenberg ist das einzige Königreich, in dem die Pestverseuchten so lange versorgt werden. Und es ist kein Zufall, dass wir nur hier unsere ganze Ernte verloren haben. Ja. Das ist absurd. Nur Vertruse ist betroffen. Die Reben der anderen Provinzen sind völlig gesund. Die Krankheit, die eure Weinberge heimsucht, hat nichts mit der Pest zu tun. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Alle Pestverseuchten zu töten. Ja? That's science. Dann werden wir sehen, ob wir diese Seuche loswerden. Nur dann werden wir Gewissheit haben. Um des Auges willen, Söldner, haltet sie davon ab, diese armen Seelen zu töten. Seht ihr nicht, dass die Männer in eurem Geleit den Verstand verloren haben? So, kommen wir jetzt wieder wahrscheinlich an den Punkt, an dem ich mich zwischen zwei Parteien entscheiden muss. So, ich will nicht zulassen, dass ihr diesen armen Seelen auch nur ein Haar krümmt, was auch immer ihre Ernte vernichtet ist. Es ist eine botanische Krankheit, keine medizinische. So, tötet den Priester und lasst zu, dass die Winzer die Pestverseuchten töten. Wir kriegen 200 Gold und wir bekommen 20 Gebietspunkte. Und ja, ihr wollt uns doch wohl nicht daran hindern, die Pestverseuchten zu töten, oder? Wir können ihn entweder überzeugen oder Götzenbild der Ahnen. Bye bye! Töte doch keinen Priester, also ich bin ja kein Unmensch. Herrgott! Was denken diese Barbaren? Ja, niedlich. Na komm schon. Wehgetan. Na komm schon her. Und jetzt piekse ich dich. Und dann machen wir den Rest.
sag's euch ja. Das ist Speerkämpfer. Damit machen wir nichts falsch. So, ist geplündert. Oh, ich hatte schon befürchtet, ihr würdet euch auf die Seite der Winzer schlagen. Danke, dass ihr die Kranken verschont habt. Ich weiß nicht, was man euch versprochen hatte, aber ich hoffe, das ist eine angemessene Entschädigung. Ja, dann nehmen wir. Gut. Passt. Wäre das auch erledigt. Kurzen Abstecher zurück in die Stadt. Ah, in Vertruse macht das Gerücht die Runde, dass die Verlobte von Marker Clemens Alt Maheim verschwunden ist. Ah. So. Lager der Fährtenleser. Da sollten wir auf jeden Fall auch noch vorbeigehen. Und wir müssen eh im Zuchthaus vorbei, denn wir haben ja noch ein bisschen Material zur Abgabe. Und dann könnten wir theoretisch gesehen auch noch hier unten einen Abstecher machen. Schicksal von Vertruse. Da gibt es noch genügend, was wir machen können. Winzer in Not, da müssen wir auch noch vorbei. Hier hinten will ich nochmal schauen, ob wir hier, wobei ich weiß gar nicht, ob es da weiterging. Ich bin gerade echt nicht so ganz sicher. Haben wir noch alles zu tun? Überbringt Nachricht an diesen Ort. Ja, müssen wir auch noch machen. Und das Lager der Bestienbrut, das müssen wir auch noch machen. Glanz im Wasser, ja. Dann machen wir doch erstmal ganz kurz einen Break und schauen, das sind hier immer noch die gleichen, oder? Ich hätte eigentlich gehofft, dass hier mal was Neues kommt. Schützt euren Auftraggeber von einer Gruppe Gefährten, die seine Schulden eintreiben wollen. Auch noch machen. Und jetzt gönnen wir unseren Mannen, unserer Truppe doch erst einmal eine Pause in der Taverne. In einem anständigen Bett. Das haben sie sich verdient. Macht unser Inventar. Wir haben noch ein bisschen Platz. Götzen bitte an. Verringert die Anzahl der Schrecken, die bei diesem Gefährten bewirken, mit jeder Runde um 1. Okay. Schrecken haben wir nicht so wirklich viele gehabt. Ja, haben wir nicht. Ja. Ist aber hier Gürtelzubehör, ne? Ist ja nicht. Ja. Damit kann ich nichts anfangen. Also wirklich gar nichts anfangen. So, lass uns nochmal ganz kurz beim Händler vorbeischauen. Und dann treten wir den Weg Richtung. Ist immer noch der gleiche Händler. Ich dachte. Würde markiert werden, aber ist egal. So, wir laufen hier oben rum. Das ist der schnellste Weg. Auf dem Weg zu den Fährtenlesern. Da werden wir dann erstmal ein paar Reißzähne los. Und dann schauen wir mal, was wir hier unten noch an Aufträgen machen können. Bei der Mine können wir auch nochmal vorbeischauen, ein bisschen Erz mitnehmen. Den Dingern laufe ich auch mal vorbei, weil ich nicht weiß, ob ich sie schon angeklickt habe. Was bist du? Bist du Holz oder bist du eine Pflanze? Du bist eine Pflanze. Ist ja schön. Genau, wir müssen hier trotzdem durch. Im Weg zu den Fährtenlesern. Da sind sie. Ja. Niemand ist vor der Phantomhäute sicher. Nicht einmal in behüteten und friedlichen Regionen. Ja. Überrascht mich, dass ihr nach dieser Pflanze fragt. Sie ist ein Unkraut, das nur in Anasa gedeiht. Es wird nirgends feilgeboten und ist auch nicht essbar. Nicht einmal die Schweine fressen es. Und doch ist es eine erstaunliche Pflanze. Ihre in den trockensten Böden überlebt und gedeiht. Ihre Wurzeln können sich unter der Erde weit ausbreiten und dem Boden jede Feuchtigkeit entziehen. Das führt natürlich dazu, dass alle Pflanzen in der Nähe im Nu verdorren. Ich hoffe, das hilft. Ja, das, ja, hilft. Danke.
Wo ist denn eigentlich der andere Fährtenleser? Weil ich meine, das ist eine Falle. Können kleine Tiere fangen. Ach, wir sollten vielleicht mal Fallen bauen, oder? Ja, vielleicht mal gar nicht so schlecht. Ja, der andere Fährtenleser ist. Ach, was ist. Was ist hier kaputt? Halt, wer ist da? Was wollt ihr? Rotakt. Lass uns durch, Fährtenleser. Wir sind wegen der Söldner hier. Ein paar Händler haben sie ins Lager eindringen sehen. Ach, ja. Was wollt ihr von ihnen? Nichts, was euch etwas anginge, Monsterjäger. Zur Seite. Oder, hey, wen haben wir denn da? Zum große Söldner. Macht euch vom Acker, Fährtenleser. Das ist eine Sache zwischen den Söldnern und uns. Alter, ich weiß gar nicht, wer du bist. Okay. Jetzt werde ich ja auch noch. Werde ich auch schon mitten in der Pampa aufgesucht und angegriffen, oder was soll das? Ja, der darf wahrscheinlich nicht sterben. Steht er ja gut. Ach so, ja, kann ich dich gegen dich austauschen. Ja, bye bye. Ja. Du wolltest mich, da bin ich. Und der nächste kaputt. Zwei weniger. Nicht gut. Auch bald fertig. Achso, und du willst auch noch den Witwit ärgern. Ja. Und du wohl auch? Ist aber nicht nett. Sehen wir uns doch mal ein bisschen in die Richtung. Stimmt, den müssen wir auch noch verteidigen. Der darf ja auch nicht kaputt gehen. Hier müssen wir uns dann langsam versuchen, von hinten anzupirschen. Aber du hast jetzt auch erstmal ein bisschen was zu tun. Erstmal von hier und perfekt. So, du wirst dich wahrscheinlich. Ja, Reichweite. Oh, der kann auch direkt zuhauen. Macht dir aber nicht so viel Schaden. Ist okay. Hier unten wird es ein bisschen lustiger. Ah, kriegt da ein bisschen Schaden, vor allem Blutungsschaden. Jetzt nicht so. Oh, oh. Das macht ein bisschen zu viel Schaden. Macht aber auch so wenig Schaden, der rollt. Also das ist wirklich. Er ist ja wirklich aktuell so ein bisschen das Stiefkind der Gruppe.
So, noch einer weniger. Also ihn muss ich jetzt auf jeden Fall gleich mal beschützen. So. Kriege ich ja keine Brutalität, wenn ich so stehe? Eigentlich gehofft. Nun ja. Hat auf jeden Fall gereicht, um den Fährtenleser-Anführer zu beschützen. Und wir haben beide getroffen. Danke sehr. Wir müssen Sold bezahlen. Ja, das war mir klar. Angepiekst und erledigt. Leider zu weit weg. Nun komm schon. Und das Ende für dich. Wir sind wieder galvanisiert. Können wir einfach hier mit da runterziehen. Könnten wir eigentlich gleich mal schauen, ob wir vielleicht noch einen gefangen nehmen können. Wenn wir sowieso im nächsten Step Richtung Zuchthaus laufen, müsste das doch eigentlich gehen. Machen wir erstmal das hier. Und noch ein paar Punkte dazu bekommen. Dann geht das auch schneller. Den wir dich dann auch direkt ausschalten. Ja, I'm sorry. Und nein, hier flüchtet keiner. Eigentlich müssen wir es doch schaffen, ihn jetzt gleich K.O. zu prügeln. Wäre natürlich noch ganz nett. Ja, kommen wir auch nicht mehr hin. Wo kommen wir noch hingelaufen? Mit dem letzten Aktionspunkt. Von denen zwar nicht mehr gefangen nehmen, aber tot ist tot. Noch ein bisschen was zum Verkaufen, müssen uns reparieren und das war's dann. So. Ich frage mich, warum diese Männer so erpicht darauf waren, euch zu finden. Warum für eine einfache Knolle töten? Ja. Glaub mir, die Frage stelle ich mir auch. Rüstungsverstärkung der Ratte erhalten. Aha. So, ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ihr es lebendig zurückschafft, aber da habe ich euch wohl falsch eingeschätzt. Ihr habt mich nicht nur überlebt, sondern auch noch die Phantomhäute bezwungen. Diese Rüstungsverstärkung soll euch gehören. Ja, danke sehr, danke. Gut, kann ich dann endlich ein bisschen was kaufen? Sehr cool. Kletterhaken, Äpfel. So, Rüstungsverstärkung des Fährtenlesers. Hatten wir die nicht schon? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Qualitätsgeschosse. Amulett der Maximalschrecken. Okay, nein. Rüstungsverstärkung des Jägers. Das hier. Ah, das würde ich mal mitnehmen. Und vom Rest Schaden von Präzisionsangriffen. 153. Kann nur einmal verwendet werden. Ja, das ist so ein bisschen ein Einmal-Ding. Hm. Ist egal. Immer fertig an der Stelle. Wollen wir das noch einsammeln? Und den Wachturm müssen wir auch noch auseinandernehmen. Aber wir geben erstmal unsere Gefangenen im Zuchthaus ab. Und dann müssen wir sowieso erstmal eine Pause einlegen. Das Schloss war intakt. Ist wie es ist.
Ja, Gefangene übergeben. Dann geben wir dich erstmal ab. Und Santat ist kein Gesetzloser. Er ist kein Gesetzloser. Die Wache. Ja, stimmt. Er gehört ja ganz woanders dazu. Nun gut. Wenn wir an der Stelle eine Pause einlegen. Müssen wir schauen, was wir mit ihm noch machen. Lasst uns erstmal etwas essen. Das wieder zurück. Und wir zahlen unseren Sold. Wir machen eine Pause. Und damit, meine Freunde, wären wir auch am Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.